Herzlich willkommen bei Skipper 360. Ich bin Michael von Bluetooth und wir werden uns in dieser Lektion den Radeffekt etwas näher anschauen. Wie wirkt der Radeffekt, wie kann ich ihn ausgleichen oder zu meinem Vorteil nutzen? Schauen wir uns zunächst einmal an, warum der Radeffekt überhaupt entsteht. Die Schiffsschraube erzeugt unter dem Schiff eine Wassersäule, die sich in Rückwärtsfahrt unter dem Schiff dreht. In der Abbildung sehen wir eine linksgängige Schraube, die sich in Vorwärtsfahrt nach links und in Rückwärtsfahrt nach rechts dreht. Dabei wird das Heck versetzt, in unserem Fall nach Steuerbord. Dies kann je nach Größe und Position der Schiffsschraube unterschiedlich stark ausfallen. Wenn wir also ein Charterschiff übernehmen und wissen wollen, in welche Richtung und wie stark der Radeffekt ist, können wir dies selber leicht testen. Wie in der Topansicht zu sehen, steuern wir in die Boxengasse. Wir werden das Boot aufstoppen und in den Retourgang eindampfen. Dabei werden wir das Steuerrad in der Neutralstellung halten, um zu sehen, wohin und wie stark das Heck dreht. Wir dampfen nun in den Retourgang ein und halten das Steuerrad in Neutralstellung. Der Radeffekt ist am stärksten, wenn das Boot keine Fahrt durchs Wasser macht. Wir sehen, dass unser Boot eine starke Kurve nach Steuerbord macht. Wir haben also eine linksgängige Schraube und der Radeffekt versetzt unser Heck in Retourfahrt nach Steuerbord. Schauen wir uns nun aus Sicht der Bordkamera an, wie wir den Radeffekt beeinflussen und mit der Stärke des Schubes fast eliminieren können. Übung Nummer 1. Wir dampfen in den Retourgang ein und halten das Steuerrad in Neutralstellung, gleich wie im letzten Beispiel. Wir sehen, dass das Heck stark nach Steuerbord dreht. Übung Nummer 2. Wieder dampfen wir in den Retourgang ein. Sobald das Boot aber Fahrt aufgenommen hat, drehen wir das Ruder hart Backbord und nehmen das Gas weg. Mit der Restfahrt reagiert das Boot sofort und der Radeffekt ist gleich Null. Man sieht, wie sich das Boot wieder zurückdreht. Übung Nummer 3. Wir dampfen diesmal mit weniger Gas in den Retourgang. Somit ist der Radeffekt auch kleiner. Gleichzeitig lenken wir ein wenig nach Steuerbord und halten den Bug vor. Wir sehen sehr schön, dass wir das Boot gerade wieder zurückfahren können. Sobald das Boot Fahrt aufnimmt, können wir das Ruder Backbord legen und die Drehung abfangen.